Etwas passierte und sie verschlimmerten es. Etwas passierte und sie toppten es. Etwas passierte und sie sagten, es würde besser werden. Wurde es nicht. Etwas passierte und sie versuchten, es besser zu machen. Sie haben es nicht geschafft. Etwas passierte und sie taten so, als würden sie es besser machen. Sie vertieften die Wunden dabei aber nur. Etwas passierte und ich bin trotzdem hier und erzähle es, weil ich hoffe, Leute zu finden, denen es auch so geht. Laut dem Bild, das Erwachsene von den Kindern haben, sind diese immer glücklich. Wenn sie es aber einmal nicht sind, dann stimmt etwas mit diesen nicht. Wenn ein Kind sich selber wehtut, dann muss es einen bestimmten Grund dafür geben. Manchmal gibt es diesen, manchmal nicht. Wenn ein Kind den nicht existierenden Grund nicht nennt, gibt es nur diesen einen Ausweg, Psychiatrie. Wenn ein Kind aber einen Grund erfindet, weil es nicht in die Psychiatrie möchte, dann wird es trotzdem eingeliefert. Das macht keinen Sinn, keinen einzigen Prozent. Warum ist das System denn so? Warum gibt es nur diesen einen Ausweg? Muss das so sein? Wer hat sich denn das ausgedacht? Frage für einen Freund.